Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Wechselstrom. Wir haben ein wichtiges Thema noch vor uns, und zwar die Blindleistungskompensation. Wir haben ja gelernt, okay, es gibt Wirkleistung und Blindleistung, und die Blindleistung ist eine Leistung, die man nur kurz hingibt und wieder retour, die man eigentlich nicht nutzen kann, die aber übertragen wird über die Leitungen. Jetzt muss man sich als Leitungsbetreiber natürlich fragen, wieso übertrage ich das? Ja, kann doch eh keiner verwenden. Genau, deswegen wollen wir das auch kompensieren. Ich habe das anhand eines Beispiels hier aufgezeichnet, und zwar wenn wir das Beispiel machen bei einer RL-Serienschaltung. Warum mache ich das Beispiel? Weil es kommt in der Realität relativ häufig vor. Das heißt, und es ist genauso gut wie ein RC relativ häufig. Warum kommt es relativ häufig vor? Viele Sachen, die man so ansteckt, zum Beispiel ein Motor, ein Transformator und so weiter, die sind einfach induktiv, und das ist ein R und ein L in Serie. Schauen wir uns einmal an, was da passiert. Überlegen wir es uns im Phasendiagramm. Also ich habe da eine Spannung, die schalte ich drauf. Üblicherweise bin ich an einer Spannungsquelle, an einer Steckdose oder sonst irgendwas. Also ich habe eine Spannung. Und diese Spannung lege ich da jetzt einmal in die reelle Achse. Das ist meine U. Das ist meine U. Und wir haben gehört, der Strom IRL, der sich da einstellt, ja, Serienschaltung von R und L, da ist ja ein Strom, wird sich einstellen, der einen gewissen Phasenwinkel hat, etwas nacheilend ist, also einen positiven Phasenwinkel hat. Und der geht halt dann in diese Richtung. Sagen wir, er geht in diese Richtung. Ja, das ist der IRL. Ja, und hier haben wir einen Phasenwinkel. Hier haben wir einen gewissen Phasenwinkel. Phi-RL. Ja, gut, das ist also mein IRL, mein Phi-RL. So schaut das aus. Wie schaut jetzt mein UR aus? Mein UR und mein IRL müssen ja in die gleiche Richtung gehen. Müssen in die gleiche Richtung gehen. Und jetzt gehe ich da runter praktisch. Und wie weit muss ich? Und jetzt muss ich da 90 Grad erwischen. Und ich hoffe, mir gelingt das halbwegs. Ja. Da. Ja. So lang ist mein UR. Ja. Das ist mein UR, da haben wir 90 Grad. Ja, und da auf der anderen Seite nach oben, und das ist jetzt hoffentlich ein Rechteck, was ich hier einzeichnen kann, weil UR und UL, die zwei müssen ja gemeinsam das UR geben, das heißt, da ist mein UL nach oben. Okay, da ist mein UL, das ist das Parallelogramm, UL plus UR ergibt U, und da ist mein IR, ja, und wo ist jetzt also mein IRL. Genau. Das ist mein IRL. Und schon bin ich eigentlich fertig. So schaut das also aus. So wird sich das darstellen. Ja? Der Strom rennt durch beide durch. 90 Grad voreilend. Hier ist die Spannung an Widerstand. Im gleichen Phase, in Phase, ist die Spannung, 90 Grad voreilend ist die Spannung an der Spule. Ja? Und in Phase ist die Spannung am Widerstand UR. Und in Summe müssen die zwei Spannungen eben das UR geben. So teilt sich das hier auf. Okay? Schauen wir uns das im Leistungsdreieck an. Wenn ich das Leistungsdreieck aufzeichne, habe ich da unten irgendwo mein P. Da ist das P. Das ist das Gute. Das Gute. Das P. Dann habe ich da nach oben habe ich mein Q. Das ist das QL. Und da habe ich dann meine Scheinleistung, die so ausschaut. Das ist mein SL. Und da habe ich eben wieder meinen Phasenwinkel 4L. So schaut das aus. Ja? Gleiche Phasenwinkel 4L. Da ist die, also ich habe diese Blindleistung da, und die übertrage ich eigentlich für nichts. Ich muss, wenn ich das nicht haben will, also wenn die ganze Scheinleistung hier praktisch nach unten in die Wirkleistung zeigen soll, ja, so runter, back, ja, dann muss ich dieses IRL
ja möglichst hinbekommen irgendwie zur Spannung. Ja, oder die Spannung oben zum IRL, das kann man jetzt überlegen, wie es vielleicht günstig ist. Weil wenn der Phasenwinkel kleiner wird, wird auch die Blindleistung hier kleiner und die übertragene, die tatsächlich übertragene Scheinleistung, ja, weil es ist ja, das SRL ist ja eigentlich U mal IRL, ja, ist eben das SRL, das ist der Strom und die Spannung, die erzeugen eben dieses SRL, die Länge, ja, es geht um den Betrag. Jetzt könnte ich natürlich auf die Idee kommen, hey Moment, schau her, da ist ein UL, jetzt baue ich noch praktisch ein UC nach unten, ja, also 90, dann bringe ich das ja runter, diese Spannung bringe ich dann runter. Ja. Wenn ich praktisch mein UC nach unten zeichne, ja, dann springe ich meine Spannung nach unten, das heißt, ich schalte in Serie einen Kondensator hinein und die Sache passt. Kann man machen, das ist eine Serienkompensation. Ja? Also man kann da in Serie dazu einen Kondensator schalten. Was dann aber passiert, an und für sich, ist, dass dieses U sich hier runterdreht. Ja? Das ist das, was wir wollen, ja? Dass der Phasenwinkel hier kleiner wird. Ja? Das ist das, was wir hier wollen, dass der Phasenwinkel kleiner wird. Zack, zack, das U dreht sich runter. Aber ich habe ja auch einen Verlust, weil das UL und das UR und das UC dann, müsste ja in Summe das U geben. Das heißt, ich habe eigentlich einen Spannungsverlust. Ja? Und ich möchte den Motor, ja, oder was immer das ist, an der maximalen Spannung betreiben. Deswegen machen wir das so, dass wir parallel kompensieren. Das heißt, wir schalten den Kondensator nicht in Serie, sondern wir schalten den Kondensator da nebenbei her. Schau, da ist er. Da ist mein Kompensationskondensator C. Mit dem kompensiere ich die Sache. Da rennt jetzt durch, das falsche Rad, ein IC. Und da rennt jetzt der I. Der I ist jetzt anders, weil der I ist ja jetzt praktisch mein IRL plus IC. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo der IC da rennt. Der IC muss um 90 Grad vor dem U sein, weil da habe ich das U dran, ja, und der IC, haben wir ja gesagt, ist 90 Grad davor, das heißt, mein IC geht dann nach oben, da ist mein IC, ja, das zum Beispiel ist mein IC, da ist das IC eingezeichnet, passt wunderschön. Und jetzt schauen wir uns die Summe da an, das I ist gleich IRL plus IRC, das heißt, ich muss da eigentlich das Parallelogramm zeichnen, gell? So, ich komme da her, ja? Und hier entsteht jetzt mein I, mein gesamtes I. Und schau mal, was da passiert ist. Da ist mein I jetzt. Schau mal, was da mit dem Winkel passiert ist. Ja? Ich habe hier jetzt einen Phi-Gesamt, einen Gesamtphasenwinkel. Ja, der ist ja kleiner geworden. Ja? Das ist das, was ich will. Ja? Ich habe volles U, ich habe I, sollte einer dazu schreiben? I? Jetzt wird es da eng. Ja? Ich habe volles U, ja, an dieser Kombination liegen, ja, ohne dass ich vorher irgendwie was abziehe, irgendein UC oder so. Ich habe einen zusätzlichen Strom IC, der mir den Phasenwinkel verkleinert. Das schaut ja gut aus. Ja? So wird das auch gemacht. Ja? Und jetzt müssen wir sich nun mal überlegen, wie groß muss denn der C sein? Ja, ich will den C da hineinschalten. Wie groß muss das sein, dass dieses Phi-Gesamt einen gewissen Wert erreicht? Schauen wir uns das Leistungsdreieck da an. Nochmal. Ja. Schauen wir uns das Leistungsdreieck an. Wir haben gesagt, unser QRL. Ja. QRL ist gleich. Das da. Ja. Mein SRL mal Sinus Phi. Sinus Phi 4L. Ja, sehen wir hoffentlich. Gegenkathete, Sinus, ja, verwenden wir. Gut. Wie viel ist mein P? Das ist mein SRL mal Cosinus Phi, den Leistungsfaktor Phi RL. Mhm. Das ist mein Leistungsfaktor. So, aus dem folgt, dass das SRL ja eigentlich das P dividiert durch Cosinus Phi ist. 4L.
setze das da oben ein. Das heißt, das ist P mal Sinus 4L dividiert durch Cosinus 4L. Und das Sinus durch Cosinus ist was? Der Tangens. Das ist P mal Tangens 4L. Hätte man auch gleich sagen können, ne? Weil der Tangens ist ja Gegenkathete durch Ankathete. Aber so schaut es halt kompliziert aus. Gut, also das ergibt sich so. Und was passiert jetzt? Ja? Was passiert jetzt? Ich habe jetzt ein neues Phi gesamt. Ja? Ich habe jetzt ein neues Q gesamt. Ja? Also ich habe ein neues Phi gesamt. Das heißt, ich habe nämlich auch ein neues S gesamt, das ist ja da jetzt kleiner, weil das kleiner geworden ist, das heißt mein neues S gesamt ist jetzt da, so rüber, das ist S gesamt, und da haben wir eben diesen Phasenwinkel Phi gesamt drinnen. Wir haben somit ein Q gesamt, was da nach oben geht, da haben wir das Q gesamt, das ist natürlich jetzt viel kleiner, und mein Q von dem Kondensator, ich muss jetzt genau das sein. Ja? Das ist mein QC da. Das ist mein QC. Das will ich haben. Das ist das QC, was ich haben will. Und das muss ich reduzieren. Das QL muss ich eben das reduzieren, um auf dieses Q-Gesamt zu kommen. Ja? Jetzt schauen wir uns das an, wie das mit dem Q-Gesamt ist. Das ist praktisch eine Kopie von dem da oben. Ja? Also mein Q-Gesamt ist gleich. Und jetzt habe ich S-Gesamt. Gell? War ein roter Stift. S-Gesamt. Und jetzt habe ich nur mal in Sinus Phi gesamt. Mein P, so hat sich nicht verändert. Ja, das will ich ja nicht ändern. Meine Wirkleistung soll ja genau das gleiche werden, bleiben. S gesamt mal Cosinus Phi gesamt. Und mit dem gleichen Schmäh wieder unten folgen wir daraus, dass mein Q gesamt P mal Tangens Phi gesamt. QL war P mal Tangens 4L und Q gesamt ist P mal Tangens Phi gesamt. Ja? Gleiche Sache. Wie groß muss jetzt mein QC sein? Ja? Mein QC, schreiben das hin, schau wieder her. Mein QC muss ja mein QRL, ja? Das ist der grüne Stift, da ist er, mein QRL minus Q gesamt sein. Genau. Minus Q gesamt. Das ist das, was ich haben will. Daraus folgt also, das QRL, das war das P, das ist gleich, P mal Tangens 4L, ja, minus P mal Tangens 4 gesamt. Jetzt kann ich das P noch herausheben, das heißt, das ist P mal Klammer auf, Tangens 4L minus Tangens Phi gesamt. Phi gesamt, wie gesagt, ist der Winkel, wo ich hin will. Gut, haben wir das. Also das muss QC sein. Ja? Was ist denn das QC? Was ist denn das QC? Ja? QC ist gleich U, Spannung U, mal IC. Ja? An einem Kondensator gibt es nur Blindleistung, da gibt es keine Wirkleistung. Das passt. U mal I ist dort die Blindleistung. Ja? Das passt so zusammen. Das heißt, mein IC ist gleich U dividiert durch, und jetzt Ohmsches Gesetz. Was ist der Widerstand von einem C? Der Widerstand von einem C ist 1 durch Omega C. Ja? Das ist also weiterhin U mal Omega C. Das ist mein IC. Jetzt setze ich das da ein. Das heißt, mein QC ist gleich U mal Omega C. Das ist also U Quadrat mal Omega C. Wunderschön. Das ist das QC. Ja? U Quadrat mal Omega C. Ja, jetzt bringe ich das noch rüber. Jetzt will ich ja eigentlich C wissen. C ist also QC dividiert durch U Quadrat Omega. Und jetzt setze ich nur das ein.
Ja? Wir haben also hier P mol, Klammer auf, Tangens 4L minus Tangens 4 Gesamt, Klammer zu, dividiert durch U Quadrat mal Omega. Dieses C muss ich verwenden, um von einem ursprünglichen Phasenwinkel phi RL auf einen Zielphasenwinkel phi Gesamt zu kommen. Das muss nicht unbedingt immer 0 sein. Ja, manchmal möchte man auch leicht kapazitiv oder leicht induktiv sein. Das hängt ein bisschen von der Situation im Netz ab. Aber man kann zumindest auf einen Zielwinkel hinsteuern. Okay? Das heißt, ich sage, das soll mein Zielwinkel sein, also baue das C ein. Fertig. Ja? Und schon habe ich die Blindleistung kompensiert. Ja? Ich habe es zumindest verändert. Ja? Und ich muss nicht mehr so viel Blindleistung liefern. Wunderbar. Wunderbar. Blindleistungskompensation. Parallelkompensation heißt das anhand des Beispiels einer RL-Kombination mit Hilfe eines Parallelkondensators. Also schaut ganz schön wieder aus da, aber ich glaube, man hat nachvollziehen können, wie denn das funktioniert. Ja, wie. Und jetzt, wo die fertige Formel da steht, kann man sie verwenden. Ja. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man auch sieht, wie man zu dem kommt. Ja, das war's mit dem Thema Wechselstrom. Von meiner Seite aus. Ich finde, wir haben hier genug gemacht, die Grundlagen sind gelegt. Ganz stimmt's nicht, dass das war mit dem Wechselstrom, weil ich mache nämlich eine neue Serie an Videos, da geht es um Drehstrom, heißt das. Ja? Also wenn der Wechselstrom sich wechselt, ja, und der Drehstrom sich dreht, wie schaut das dann aus? Ja? Also es ist nicht so, dass sich der Drehstrom dreht, ein Drehstromsystem sind mehrere Wechselstromsysteme. Ja, also nicht nur, wir haben nicht genug mit einem, wir machen mehrere. Wie viele und so weiter und wie viel sind genug, das werden wir in dieser Serie an Videos sehen. Also nächste Serie an Videos wäre an und für sich der Drehstrom. Ja. Muss man sich nicht anschauen, kann man aber. Ich würde es auf alle Fälle empfehlen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.